Am 6. Mai wird König Charles III. Offiziell gekrönt und auch Prinz Harry wird dafür anreisen. Bislang waren sich Fans einig, dass der Besuch für die Royals und Harry nicht gerade angenehm werden würde. Jetzt aber ein Lichtblick. Prinz Harry soll ein Telefongespräch mit seinem Vater geführt haben, berichtet die britische Zeitung The Sun on Sunday. Demnach sollen sich die beiden noch vor Harrys Zusage zur Teilnahme an der Krönungszeremonie ausgesprochen haben. Beide Seiten hätten laut Insidern den Wunsch geäußert, ihr Verhältnis von beiden Seiten aus wieder verbessern zu wollen. Zwar sollen sich Charles und Harry wieder angenähert haben, zu seinem Bruder William soll das Verhältnis aber weiterhin eisig sein. Prinz Harry wird am 6. Mai ohne seine Frau Meghan und die beiden gemeinsamen Kinder zur Krönung kommen und damit zum ersten Mal seit der Veröffentlichung seiner letzten Anschuldigungen wieder auf seine Familie treffen.